Hallo Modellbahnfreunde, ich melde mich wieder zurück. Ich bin etwas weitergekommen mit der Anlage jetzt wieder und das zeige ich euch dann sofort. Ja. So sieht's aus. Der linke Anlagenschenkel, rechts hat sich nichts getan, außer Chaos. Aber links habe ich nun das Plateau für diesen Endbahnhof, wo die Nebenstrecke nachher weitergeht, steht. Inklusive Hügel, Tunnelportal ist integriert, erste Gestaltung auch schon gemacht, Oberleitung wurde jetzt gesetzt, bis da an die Weichen. Ja, und da ich ja schon mehrere Anlagen gebaut habe, gibt es bei dieser Anlage aber einige Premieren. Ich habe mich nämlich mal getraut, echte Produkte aus dem MOBA-Handel zu benutzen. Und zwar einiges von der Firma noch, wie zum Beispiel die Gipsbinden, dann das Gewebe von Busch, genau, die Graskleber von noch und der Schotterkleber von noch. Dazu muss ich sagen, ich bin begeistert. Früher habe ich immer nur mit verdünntem Holzleim und einem Tropfen Spüle das gemacht. Das hält und wird steinhart. Und mit dem kleinsten Kontakt an der am Holz oder sonst wo gibt es Schallbrücken. Das ist mit dem Nochkleber aber nicht so. Das wäre dieser hier. Allerdings ist der nicht sehr ergiebig und auch teuer. Ich habe jetzt mit dieser ganzen Flasche hier dieses Stückchen von hier bis ins Portal rein gemacht und dann ist so eine Flasche leer. 130 Gramm steht hier drauf. Naja, aber es funktioniert und ich bin begeistert davon und werde das auch weiterhin nutzen. Ebenfalls der noch Graskleber, finde ich auch sehr gut, lässt sich gut verarbeiten. Und hält lange offen, somit die Grasfasern auch besser eintauchen und besser stehen können. Wobei ich da glaube, irgendwas falsch zu machen. Ich habe da den Grasmaster, aber trotz Grasmaster sieht man es nicht so gut. Naja, ich finde das Ergebnis nicht so extrem prickelnd, aber wieder ranzoomen, was ist hier los? So, besser. Ja, ich kann auch so, dass die Batterie langsam an ihr Ende kommt. Mal schauen. Ja, wie gesagt, hier alles schon gemacht. Wird noch begrünt. Kommen noch vielleicht Kleinigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, was da hin soll. Ich glaube hauptsächlich mal grün, vielleicht Wald oder so. Und dann habe ich ja letztes Mal gefragt, was ich da machen soll. Und da kamen von euch einige Vorschläge, wie diese Arkadenidee wäre schon ganz gut. Einige sagen auch Tunnel, aber ich bin mittlerweile eher in die Richtung, dass es offen bleibt und hier so eine Betonstützwand hinkommt, wo die obere Strecke einfach drüber läuft. Auch wenn es schmal wird. Ich glaube, zu viel Strecke verstecken ist schon nicht so viel Strecke vorhanden. Da könnte man schon hingehen und irgendwie eine Alternative finden. Auch die Idee mit einer Brücke habe ich auch zurückbehalten, da eine Brücke rüber zu legen. Die müsste allerdings 50 bis 60 cm lang sein. Eine solche Brücke habe ich nicht gefunden bisher im Handel, bei keinem der Hersteller. Ja, mal schauen, ob ich da vielleicht was selber bauen kann oder nicht. Mal sehen. Zu der Frage mit den Oberleitungen, war das hier in YouTube oder war es bei Facebook, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich vergessen, dass ich auch eine Oberleitung stellen sollte. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das Trassenbrett war wie hier so ziemlich schmal gehalten. Da war kein Platz für die Oberleitungsmasten. Und wie ihr da seht, habe ich im Nachhinein überall, wo jetzt ein Mast steht, noch nachträglich so ein Holzklotz eingesetzt, eingeklebt,
damit die Masten einen festen Halt haben. Da seht ihr es nachträglich noch an der Außenkante und innen habe ich Löcher ins Gewebe geschnitten und da dann jetzt mal so ein Holzklotz eingesetzt. Und das hat gut funktioniert. Jetzt bin ich da, wo nichts mehr im Wege steht. Da habe ich keinen gebraucht. Ja, hier seht ihr dann auch den Übergang der Oberleitung rüber über die Weichen hier. Da mit so einem Doppelausleger oder Zweifachausleger. Ja, das funktioniert sehr gut. Passt. Ja, ansonsten, da ist noch nichts. Ich werde mich jetzt, wie gesagt, von hier aus so rumarbeiten. Und dann in diese Richtung. Auch den Kantenabschluss habe ich nun gemacht hier, schon mit so Holz. Das werde ich noch mit Holzspachtel begradigen, schleifen und wird noch grau gestrichen irgendwann. Hier dann wird noch Gewebe drüber gespannt, mit Gipsbinden abgedeckt und dann geschottert weiter. Ich muss erst noch wieder neuen Leim kaufen, Kleber kaufen. Was ich allerdings vergessen habe, hier unten drunter liegen Weichen. Drei Stück da, da und da. Und da muss ich irgendwie rankommen. Ich habe zwar das Loch da unten, aber ich weiß nicht, ob ich von dort da reinkomme, wenn da mal was zu reparieren ist. Also muss ich hingehen und hier so offen lassen, damit ich hier auch reingreifen kann. Ja, mal sehen. Ob ich da vielleicht eine Lösung finde oder ob ich dann jedes Mal oder ob ich hier so einen Deckel, irgendwas, ich muss da irgendwas machen. Oder auch hier der Zugang zum Schattenbahnhof kann sein, dass ich hier ein Landschaftselement einbaue, dass ich abnehmen kann, so einen Deckel, damit ich auch so da reinkomme. Mal schauen, was mir da noch so einfällt dazu. Ja, und ich habe heute im Laufe des Tages in mehreren Facebook-Gruppen einen Aufruf gemacht, wegen der Signalstellung. Und zwar bei den Signalen, ich habe da keine Ahnung von. Ich weiß, dass Signale auf eine Anlage gehören, aber ich weiß nicht, welche Signale wann und wo stehen müssen. Ja, da hänge ich es in der Zwickmühle. Jeder verweist mich immer nur auf die MIBA mit falschen Ausgaben darüber oder aufs DB-Netz Signalbuch. Das bringt mir nichts. Jetzt da steht dann nicht das drin, was ich wissen möchte. Ich möchte einfach nur wissen, wann, wo hier Signale stehen müssen. Ich habe eine schematische Zeichnung gemacht von der Anlage hier, von der Strecke, und die in diese Gruppen gepostet. Und jeder, der das so in der schematischen Darstellung sieht, denkt, das ist ein Bahnhof, da müssen Ausfahrsignale, Einfahrsignale, dies und das und pipapo. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Es ist ja an sich nur eine zweigleisige Hauptstrecke mit Übergabegleis, respektive Anschlussgleis zum Tanklager und dann hier eine abzweigende Nebenstrecke. Und jeder sagt, ja, das ist ein Bahnhof, die Nebenstrecke hat so keinen Zugriff zum Bahnhof. Er ist ja kein Bahnhof, die mündet einfach nur in diese Strecke ein. Es kann jetzt sein, dass ich hier wahrscheinlich... Ich habe keine Ahnung. Ein Einfahrsignal macht für mich persönlich nur Sinn in einem Bahnhof, aber das hier ist ja keiner. In einem Wikipedia-Artikel habe ich gelesen, dass solche Anschlussgleise, respektive Übergabegleise an einer Strecke, meistens ohne Signale geregelt werden. Das heißt, die Züge fahren einfach rein, fertig. Oder mit Blöcken wird gearbeitet. Da solange ein Zug hier rein- oder rausfahren ist, wird dieser Block nicht freigeschaltet, nicht freigemacht. Das heißt, kann kein anderer Zug durchfahren, wenn da ein Zug am Hin- und Herfahren ist. Außer er ist ganz drinnen und fährt nur auf diesem Gleis hin und her. Solange bleibt die Hauptstrecke offen und sobald der Zug dann rausfahren will, wird dieser Block geschlossen, damit dieser Zug rausfahren kann. So habe ich das mal verstanden.
Vielleicht hat einer von euch Ahnung davon, wie, was und wo, welche Signale stehen müssen. Vielleicht ist da einer von euch, der diese DB-Signalgesetze oder Regeln kennt. Ich selbst habe da null Ahnung davon. Auch hier müssten dann irgendwie Signale hinkommen. Ich habe keine Ahnung. Sag mir einfach oder schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr davon Ahnung habt. Und dann können wir weiter sehen, ob jemand mir helfen kann, da welche Signale wohin stehen müssen. So. Ja, also, wenn jemand von euch Ahnung hat, welche Signale wohin kommen, sagt's mir, schreibt's mir in die Kommentare. Für mich persönlich sind Signale nur Dekoration. Vollständigkeitshalber gehören sie auf eine Anlage. Aber für mich reichen die Züge, die fahren. Aber wie gesagt, vollständigkeitshalber sollen aber dann Signale hin und wenn möglich die richtigen auf die richtige Stelle. Schreibt es mir in die Kommentare. Ihr könnt mich auch kontaktieren auf Facebook oder sonst wo. Ich bin da auch überall unterwegs. Könnt mich anschreiben. Sagt mir, wie, was, wo. Ich schreibe mir das auf und dann, ja. Vielleicht ist auch einer dabei, der kann mir das einmal einzeichnen auf so einem Plan oder auf einer Skizze oder auf einem Schema, welche Signale wohin gehören. Nicht mit irgendwelchen Abkürzungen, aber einfach so mit der Bezeichnung Lichtausfahr oder Lichteinfahrsignal oder Licht, keine Ahnung, Blocksignal oder Sperrsignal, wie die Dinger alle heißen. Schreib es mir mit diesen Bezeichnungen. Und dann sehen wir weiter. Gut, ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr wieder dabei wart. Und bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann, ciao.